Lass doch mal. Ja. Jo, gut. Jetzt sind wir hier am Anfang vom Schlosspark. Ich habe meinen Kumpel hier getroffen. Name wird nicht genannt. Genau. Geheim. Alles undercover hier, alles unter dem Radar. Und jetzt starten wir nochmal gleich die Mavic Air 2 und fliegen ein bisschen näher ans Schloss ran. Ich will mal versuchen, da ein paar Detailaufnahmen hinzukriegen. Okay, starten wir das Baby. So laut! Warst du früher nicht so laut? Ja, das ist die liebe Nara. So kommt sie dann doch nicht. Das ist die Nara, die regt sich jetzt nur künstlich auf. Hey! Nara! Eigentlich mag sie ja solche Spielzeuge. Komm ran! Hier! Zurück! 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 Sitz! So. Sitz! Jetzt habe ich auch die Sensoren wieder angeschaltet. Aber hören tut sie schön. Dann nehme ich jetzt nicht. Bleib da sitzen. Machen wir mal so eine schöne Weltkugelaufnahme. Die finde ich immer ganz toll. So, das macht sie dann automatisch. Ich markiere uns dazu nur. Okay. Und dann Start. Okay. Du machst Sitz. Sitz und bleib. Trotzdem mal ein bisschen gucken, dass sie nicht gegen die Bäume fliegt. Ja, das wäre natürlich blöd. Ich schalte sie erstmal auf und dann nimmt sie die ganze Umgebung wie so ein Panorama auf und macht dann nachher so eine Weltkugel daraus. Das sieht ganz toll aus. Ist nicht mehr da. Jetzt ist auch nicht mehr interessant. Wo ist es? Oder? Was setzt du das zusammen zu einem kompletten Film? Mhm. Findest du? Ich finde, die ist leiser als die letzte. Oh, okay. Dann habe ich die andere nicht mehr im Gehör. Ja. Ja, Mäuse. Mäuse hier. Nicht lecken. Ja, das ist schon lange her. Da warst du noch ein ganz kleines Baby, wie wir das letzte Mal geflogen sind, ne? Ja. Moin. So lange ist das schon wieder her, ey.
Ja, okay. Und mit dem letzten Akku werden wir jetzt noch mal kurz um das Schloss. Dann fliegen wir jetzt noch mal schön in Richtung Schloss. Das kannst du den ganzen Tag machen. Ja, und dann stehen wir jetzt hier auch direkt vor dem Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven. Ich habe mir dazu ein paar Notizen von Wikipedia geholt. Und zwar, das Schloss Ritzebüttel war der Amtssitz der Hamburger Amtmänner. Während der Zeit der Zugehörigkeit von Ritzebüttel zu Hamburg, also das Ganze gehörte früher mal Hamburg, nicht zu Cuxhaven, das kam ja später, dass das eigenständig wurde. Und bei diesem Schloss handelt es sich um einen der ältesten erhaltenen Backsteinbauten der norddeutschen Gotik, was auch immer das heißen mag. Es ist zu besichtigen, man kann also reingehen. Das werden wir jetzt mit der Drohne allerdings nicht machen, das gibt uns bestimmt nur Ärger. So, und das eigentliche Schloss gründet sich auf einen 1340 für den Lehnsherrn von Sachsen-Lauenburg errichteten Wohnturm. Also das war ursprünglich gar keine Burg oder ein Schloss. Es war gedacht als ein Wohnturm. Und das wurde dann im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut. Es hat Ähnlichkeiten mit dem Turm, der auf der Insel Neuwerk, das ist auch ganz hier in der Nähe von Cuxhaven, zu finden ist. Und nach Streitigkeiten mit der Stadt Hamburg und einer anschließenden Belagerung durch die Hansestadt 1393 ging die Burg dann am 31. Juli 1394 in den Besitz von Hamburg über. Für die Hamburger war das natürlich eine tolle Sache, hier draußen in der Provinz so eine Burg zu haben. So konnten sie die Wasserwege der Elbe gut überwachen und halt auch die Piraten auf der Nordsee dingfest machen, Störtebeker und so weiter. Und sie hatten außerdem auch noch einen Winternothafen, ganz in der Nähe von Hamburg. Die Amtmänner selber waren gar nicht so glücklich, hier ihren Dienst tun zu müssen, weil es halt doch sehr provinziell ist, was es ja auch immer noch ist. Cuxhaven ist halt keine große Stadt, es ist eine kleine Provinz, eine kleine Stadt. Für viele ist es ein bisschen langweilig, ist ruhig, aber andere schätzen das natürlich auch sehr. It's the end of the world, Illuminati is coming. Gather the boys and girls and watches it all unfurls. They clutching at all their pearls and no one asking for guidance. Stimulus check, won't you cash app that? I got then they said that respect they black. Politicians and they said don't know how to act. That's why we sitting on the wrong track, back to the long track. And it's okay to be rich. My mama always told me I was destined for greatness. But my mama also, she told me take care of the kids. And everybody around the world that can't fight for it. So it's Hakuna Matata, beast on the water, pray to provider. Ich hab gleich keine Lust mehr. Ja, okay, mein Akku ist auch sowieso gleich alle. Der von der Mavic Air 2 auch. Es war super interessant hier eigentlich, fand ich. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Falls ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen kleinen Kommentar da und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten Video. Bleibt alle gesund und bis bald, euer Matthias. Und die freche Nara, die immer die Drohne fressen will. Ja, da ist sie, die liebe Nara.
Okay, das war's dann von hier aus Cuxhaven, vom Schloss Ritzebüttel. Ich sage Tschüss und wir sehen uns dann bald. Bis dann, euer Matthias. So. Ja, jetzt kann man hier auch mal Matthias sehen, wie er bei der Arbeit ist. Und ich bin jetzt der Co-Moderator. Ich hoffe, das wird... Nara, kommt! Sie ist ja verrückt. So, hopp, dann spring noch mal. Sie ist ja verrückt. Komm hierher, Mensch, Mädchen!